Alright, was geht ab, Leute? Team Alt hier. Heute wieder mit einem Deck-PV aus den Locals. Leute, Lorenzo hier mit diesem verrückten Mermel. Zeig mal, was du alles hast. Das ist gar nicht so verrückt, aber okay. Du spielst mit der Brilliant Fusion Engine, also dafür einmal Garnet und einmal Trick Rounds und Rending. Engine 3 Whaler, sind auch Licht-Target, wenn du ihn siehst. Dann haben wir den Sea Kaiju. Gute Interaktion. Das Wassermonster, kannst clearen, verbessert der Matchup gegen Cosmo. Dann den Controller und 3 Handlands. Den Glacier, Liebe, 3 Infantry und 3 Marksman. Marksman ist gerade einfach nicht so gut. Becko läuft nicht viel rum, beziehungsweise die Becko, die rumläuft, kann man eh unchainen. Also willst du Marksman fast nie machen eigentlich. Ist halt nur da eine als Option. Dann natürlich die beste Karte, 3 Prints. Und 2 Berühmt. Etwas kleinere Mermaid Engine, eine Gunde, 3 Toys, 1 Megalo und 1 Lead. Ich spiele nur 1 Megalo, weil an sich, so wie du das Deck spielst, machst du wenig mit Megalo eigentlich, du machst viel mehr. Megalo brauchst du nur, wenn du Lead hast und das nur, wenn du Ding hast. Also sie sind nur als Option drin und du machst nur Handloops mit Lead, das ist der einzige Grund, warum er da ist. Dann eben die Brilliant Fusions, 3 Instant, 3 Upstart, weil es eh egal ist, wenn du OTK hast, sind das meistens 12.000 Damage plus. 1-for-1 für Prince und eine Mitsushi für OTK. Extra Deck, ein Tatsunoko für die Handloops, ein Herald zum Upsafen, wenn du für OTK gehst. Kimbara kommt ab und zu vor mit Whaler Institution. Gungnir, Omega und Trish, weil du sie eben meistens machst, um deinen 5 Wassercount zu kriegen und den mit noch mehr Handkarten zu nehmen. Für Brilliant Fusion ist Raffinit. 2 Noten für Instant Fusion, ein Dweller, eine Arc, zum Bewohnstriggern, ein Castell, Bloodgate Out, Instant Fusion, Wicked Witch ist problematisch für das Deck, deswegen muss ich manchmal machen. Big Eye, nicht mehr so gut, aber ab und zu, wie die Pepe immer noch, wenn ihr Gnister draußen hast, kannst du ihn übernehmen und seine Scale schießen. Krakosek brauchst du für die Kombo, um das 5. Wassermonster reinzukriegen und Gaios einfach als Option. Siehst du, wie lief das Deck heute? Das Deck lief ziemlich gut. Du hast eine Brick-Gefahr natürlich mit Garnet und Controller. Aber bei dem Deck kannst du es dir leisten, weil deine Hand meistens nur aus Prince und einem Wassermonster bestehen muss und der Rest der Hand ist eigentlich relativ egal. Aber wenn du halt anfängst, das macht das Deck viel besser mit der Brilliant Fusion Engine, weil der normale Bild kann First nur was machen, wenn du Diva ziehst. Und das ist eine Karte. Hier kannst du 2 Kartenkombos ziehen. Diva kannst du immer noch ziehen, One for One kannst du ziehen. Toys plus Prince in 3 Handkarten-Loop, Brilliant Fusion plus Undyne, das sind 4 Karten-Loop. Also du kannst First einfach viel mehr machen mit dem Deck. Und vor allem gegen Decks, die 4er Exits raushauen kann, solltest du mit dem Deck eigentlich sogar anfangen, weil die Gefahr von Dweller ist zu hoch und du spielst im Ende keine Outs mehr, außer er ist dumm und macht die nicht Semberface, dann hast du den Seekaiju. Also möchtest du jetzt auch immer im ersten Zug anfangen? Gegen 4er Decks, wenn du weißt, also zweites, drittes Game, wenn du weißt, du spielst gegen Deck, was 4er Exit spielen kann, Pepe, Teller Knight, sowas, dann willst du anfangen, gehst zum Handkarten-Loop und dann hat er meistens verloren. Gegen die anderen Decks, wie Cosmo und Cosmo Monarch und so weiter, die eh kein Dweller beschwören können, bist du nur weiter in zweiter und versuchst zu gegangen. Wie sind so deine Matchups? Cosmo Matchup ist ziemlich gut, das ist auch das, warum ich mich für das Deck entschieden habe. Du brauchst gerade einfach ein Deck, was erstes Game gegen Cosmo gewinnen kann. Du kannst Trish machen, du kannst Dweller machen, mit ATK drüber laufen, du kannst an sich clearen mit dem 3-2er, der zweimal angreift, kannst du einfach die Schiffe überrennen. Durch die Backlook musst du dich halt durchgrinden, das hängt halt ab, welcher Bild der andere spielt. Das ist gut, das Problem ist nur, wenn er halt anfängt mit Tinkern und ohne Teleport, sodass er den Destroyer noch auf der Hand behält. Das ist das einzige Problem, wie du mit dem Deck hast. Und deswegen auch die Brilliant Fusion Engine. Dass du zum Beispiel Sachen machen kannst, wie du Normals Undyne legst Infantry, erzwingst ihn, dass er Destroyer holen muss und dann kannst du Brilliant Fusion und Prince machen. Okay, was ist der schwerste Matchup? Schlimmstes Matchup ist BA. Die Matches dauern ewig. Wenn er zu viel Backrow hast, die Matches dauern ewig und das Deck ist im Late Game einfach nicht gut. Du hast einen riesen Push in dem Deck und dann vielleicht noch mit Instant Fusion und sowas, dass du noch einen Push machen kannst, aber das Deck hat einfach kein Late Game und BA kann dich viel zu lange aufhalten. Sobald du ins Late Game kommst, kannst du gegen BA nicht mehr gewinnen. Okay, danke. Danke dir. Sehr geiles Deck. Wir sehen uns, die Bubble Tea. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscriben unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.